Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt Motorsport Manager. Wir gehen ins nächste Rennen. Ja, der sagt, ich habe die Boni nicht ausgewählt. Mehr Boni gibt's nicht. Passt schon. Okay. Wir gehen eine sehr aggressive Dreistopp-Strategie, weil wir vorne starten und einfach darauf hoffen, dass die anderen im Feld feststecken, in Kämpfen, und wir versuchen einfach wegzukommen und so nicht in den Verkehr zu kommen und so hoffentlich keine Schäden zu bekommen und ja, so eine bessere Ausgangssituation zu haben fürs Rennen, dass wir vielleicht in die Top 9 kommen. Und ich würde sagen, wir starten mal das Rennen. In der European Racing Series startet der Meisterschaftsschlechteste vorne, deshalb 20, 19, 18, 17. Das sind die Meisterschaftsplatzierungen. Und die Besten, die stehen ja ganz hinten auf 1 und auf 2. Und ja, deshalb hoffe ich, dass die eben feststecken und wir wegkommen. So, die Ampel, die springt gleich um. 2, 1 und Start. Und dann gehen die Motoren hoch. Santa Anna erwischt einen sehr guten Start. Ja, Pjolan steht erstmal ein bisschen der Konkurrenz im Weg. Da hätte er noch ein bisschen mehr squeezen können. Da sind sie alle schon vorbei. Das wird übel. Das wird übel. Ja, ich glaube, wir kommen nicht so weg, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber naja. So, wir können uns ein bisschen durchsetzen. Nein, fighten, squeezen, drücken. Da sind die Leute schon. Ach du lieber Himmel. So, die Räder. Wir müssen die Räder runternehmen. Sonst glühen die uns weg. So, Santa Anna auf 4 schon zurückgefallen. Ist aber normal, weil wir haben das langsamste Auto. Deshalb stehen wir ja ganz vorne. Ist nicht so, dass wir unsere Pole Position nicht in Siege ummünzen, sondern das ist einfach ja, die Realität dieser Serie. Pjelland fällt noch weiter zurück. Ich glaube, Pjelland können wir dann langsam mal umstellen auf normalen Benzinverbrauch. Der muss eigentlich nicht weiter pushen. Das kostet auch nur Teile. Sprich, macht Motor und so weiter schneller kaputt. Der Fahrzeugzustand von ihm ist ja eh nicht so bralle. So, Santa Anna führt schön auf 4. Die hat einen besseren Fahrzeugzustand. Die kann das mit Sicherheit durchziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und sie hält sich momentan noch ganz gut hier vorne. Eben genau, weil ich gesagt habe, dass wir mit einem leichten Auto und High Speed ja, hier vielleicht die Chance nutzen können, vorne uns abzusetzen, während die anderen hinten im Feld kämpfen, um uns so einen Vorsprung zu verschaffen, dann für die Boxenstopps und fürs eigentliche Rennen. So, wir haben hier noch 3 Runden und der Grund, warum ich hier fett fahren kann, ist, weil ich ausgerechnet habe, was ich an Sprit brauche, um fett zu fahren. Und das haben einige Leute ein bisschen falsch verstanden, glaube ich, im letzten Video. Und da geht auch die Diskussion. Das Schlimme ist, ich habe versucht, das in einem Kommentar zu berichtigen. Aber manche sind einfach so beratungsresistent. Das treibt mich fast auf die Palme. So, wir kommen noch eine Runde rum. Dann müssen wir in die Box. Wenn ich jetzt hier draufklicke, stellt ihr fest, hier oben steht 18 verbleibende Runden. Wir sind in Runde 5 von 22. Und wenn ich dann hier rauf gehe, steht hier, wenn ich in die Box komme, noch 17 Runden. Das ist korrekt. Warum ist das korrekt? Weil der Führende und ich in der gleichen Runde sind. Und das war in Tondela anders. Und weil das in Tondela anders war, hat die Zahl nicht gestimmt. Die Zahl mal 1,33 genommen, war eine Runde zu wenig. Was anderes habe ich nicht gemeint im letzten Video. Und dann will man mir erklären, dass ich nach 160 Stunden noch immer nicht das Spiel verstanden habe. Oder mit anderen Worten, dass ich ein Vollpfosten bin und einfach zu blöd bin, was zu kapieren. Weil eine andere Aussage ist das ja nicht, wenn man mir schreibt, 166 Spielstunden und du reißt das immer noch nicht. Ich raff das schon. So, wenn ich jetzt kalkuliere, ich will 6 Runden fahren, muss ich hier auf 8 Liter hoch. Jetzt bin ich da
aufgeklärt worden in Kommentaren, wenn ich jetzt praktisch das hier nehme, was eine Sekunde kürzer ist, würde ich 8 Runden vollgetankt bekommen. Die würden immer auf die volle Zahl aufrunden. Die würden nie 1,9 oder sowas da drin lassen. Das wollte ich testen in Tondela. Das hat auch funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob es ein Anzeigebug ist. Ich weiß es beim besten Willen nicht. So, deshalb mache ich eine Runde mehr Sprit rein. Stehe eine Sekunde länger. Fahre 0,214 Sekunden länger pro Runde, weil ich diesen Daten hier einfach schlichtweg nicht mehr vertraue. Wir könnten sogar noch radikaler machen. Ich könnte die Karre vollpacken. Ja. Und wenn ich die Karre vollpacke, kann ich so lang fahren, wie geht. Jetzt haben wir ein anderes Problem noch. Wir sind jetzt an der Box und es wird feucht. Es fängt gerade an zu regnen. Ist aber nur ein kurzer Schauer. Trotzdem denke ich, sollten wir auf Intermediates gehen. Es wird bald so nass sein, dass die anderen vielleicht auch auf Intermediates wechseln, weil sie mit den Soften nicht mehr fahren können. Zudem werden wir mit Intermediates schneller sein in den feuchten Bedingungen als mit Softreifen. Und außerdem sind wir eh auf einer 3-Stopp-Strategie. Das heißt, wenn wir nach 5 Runden reinkommen, kommen wir eigentlich in der Regel in Runde 10 wieder rein. Und wenn dann hier Runde 11 ist, ihr seht es auch, da geht irgendwie geht da hinten die Prognose schon wieder hoch von Grip. Da ist dann wahrscheinlich das Wasser wieder rum. Es ist irgendwie eine kuriose Anzeige. Ich blick manchmal nicht so wirklich durch, was die hier anzeigen. Manches ist ein bisschen strange. Mehr sage ich nicht. So, wir könnten allerdings auch... Komm, wir riskieren es. Wir nehmen eine 7,19 mit. Wenn wir 6 Runden fahren können damit, fahren wir 6 Runden damit. Wenn nicht, fahren wir nur 5 Runden damit. Ist auch kein Beinbruch. Dann fahren wir danach eben 2x6 Runden, dann passt es wieder. Ja. Weil irgendwann müssen wir auch wieder 5 fahren. Also von daher. So, und mit Regenchaos würde ich sagen, passt das hier. So, dann bereiten wir uns vor auf den Boxenstopp. Sie soll reinkommen und ihn holen wir dann auch rein. Machen mit ihm aber ein bisschen eine andere Strategie. Na, eigentlich macht das auch keinen Sinn, eine andere Strategie zu machen. Wir machen ihn halt wieder eine Runde schwerer. An den Worten 8 Runden Sprit rein. Damit er später kommen kann. Im Zweifelsfall. So, und nichts anderes habe ich gemeint. Hier unten diese Anzeige, die habe ich gar nicht gemeint, ja, dass da wenig Treibstoff und so weiter steht. Da haben sich dann schon wieder welche aufgeregt mit, du kapierst die Anzeige da unten nicht. Die da unten, die stimmt in der Regel. Werden wir auch sehen im letzten Boxenstopp, den ich mache, dass die Anzeige stimmt. Dass es überhaupt kein Problem ist. So, wir kommen auf Position 2, liegen mit Intermediates raus. Die anderen haben Softreifen geholt. Das finde ich interessant. Das heißt, wir sollten uns eigentlich jetzt absetzen können. Normalerweise. Weil die nicht so schnell fahren dürften wie wir. Weil es ist nass. Das wurde ja gepatcht. Dass es jetzt nass ist. Wenn das da steht und dass wir dann Softreifen brauchen. So, und jetzt steht da auch nichts mehr, ne? Von wegen. Das spielt ja auch keine Rolle. Es ging mir nur darum, dass in der Box stand, dass ich 5 Runden fahren muss und da ich angeblich in Runde 27 bin, obwohl ich in Runde 26 war und eigentlich nicht 5, sondern 6 Runden hätte fahren müssen. Und ja, dass das halt einfach nicht passt. So, und da die einen tollen strategischen Fehler gemacht haben, kommt Pierland vor. Und wir pushen den richtig weit weg. Finde ich cool. Unsere Taktik geht auf. So, und wenn es jetzt wieder trockener wird, das wird jetzt bald der Fall sein, dann sind die Trockenreifen wieder schneller. Dann sind wir hoffentlich in Runde 10 und können wieder stoppen. Also ich würde sagen, einen Umlauf machen wir noch.
Und dann wechseln wir auf Softreifen. Und dann müssen wir leider ein bisschen länger fahren. Ehrlich gesagt, so lange wie es geht fahren. Ich hoffe, dann wird es nicht wieder nass. So, und dann haben wir eine Chance, den Vorsprung auch zu behalten. So, bei ihm bin ich am Überlegen, ob wir sogar jetzt direkt schon kommen sollen. Hat sich voll gerechnet, ne? Für ihn wahrscheinlich nicht so. Ne, ihn müssen wir eigentlich fahren lassen. Aber der wird jetzt verlieren. Wenn es trocken wird, wird der verlieren mit den Intermediates ohne Ende. Das ist aber auch ein Mist. Komm, wir holen ihn rein. Der geht auf Trockenreifen und testet mal, ob die Trockenreifen flotter gehen. Ich hoffe, wir sehen die Daten, bevor sie reinkommt. Aber wir müssen mit ihr rein. Die anderen haben Softreifen. Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir rein. So, dann kommen wir auf 3 liegend raus. Und haben frische Räder und können länger fahren als die vorne. Das ist jetzt die nächste Hoffnung, die ich an den Tag lege. Wir fahren jetzt so lange, wie der Treibstofftank reicht. Und ich bin sogar am Überlegen, mit dem Vorsprung, den wir nach hinten haben, ob wir ein bisschen Treibstoff sparen sollen, um noch länger zu fahren. Das ist das, was ich jetzt dynamische Strategie nenne. So, weil hier kommt der Nächste rein und holt sich frische Räder. Den kriegen wir ja damit. Und wir haben die frischsten Reifen. Und der vor uns, der ist eigentlich auch schon platt mit den Rädern. Und wenn der auch schon platt ist mit den Rädern, dann kriegen wir den auch gleich überholt. Und dann kommen die nach uns rein und holen frische Räder, weil die sind auch schon wieder platt mit ihren Rädern. Versteht ihr? Das ist der Gedanke, den ich da habe. Und wir können lang fahren. Also wir können, wenn wir so fahren, können wir jetzt noch 6 Runden fahren, weil das Sprit verbraucht für 6,6 Runden, dieser Fahrstil. Und wir haben 6,6 im Tank. Also können wir da jetzt schön lang durchziehen. Und da kommen die anderen an die Box. 17 ist an der Box, 16 ist an der Box. Pureland holt gerade den 16. Platz, den 17. Platz. Pureland ist im Spritsparmodus. Der verbraucht nur 0,9 Liter pro Runde. 0,9 Runden Sprit pro Runde. Das heißt, der kann vermutlich 6 Runden noch fahren. Und dann nochmal zu einem schnellen Sprint am Ende, um zu switchen. Ja, ich will jetzt mal überlegen, ob es Sinn macht, dass wir pushen. Aber ich glaube, die Nummer 2 hinter uns, die kommt jetzt auch bald an die Box. Ich meine, ich hätte da gerade sowas erspäht. Gehen wir ein bisschen weiter raus. Ja, seht ihr, der hat das Boxensymbol. Und wir können Glück haben, dass beim nächsten Boxenstopp es wieder feucht wird. Und dann können wir wieder die richtigen Räder nehmen. So, und wir holen uns unseren Vorsprung. Wir liegen auf 1. Aufgrund von Wetterchaos, was wir für unseren Besten nutzen konnten bis jetzt. Das ist ein purer Strategiesieg. Wenn ich das Ding schaffe zu gewinnen. Es ist noch nicht gesagt, dass wir das gewinnen. Wir liegen zwar immer noch auf 1, weil wir uns einen riesen Vorsprung rausgefahren haben. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass wir das Ding auch am Schluss gewinnen. So, und bei ihm gibt der Motor auf. Na, herzlichen Glückwunsch. Nächster Boxenstopp haben wir Motorreparatur mit dabei. So, sie kann noch 2 Runden in etwa. Ich hoffe, wir sind dann schlauer und wissen, ob es nass wird. Aber wir werden wohl Softreifen aufziehen. So nass wird es nicht. Das macht keinen Sinn, da auf Intermediates zu gehen. Wenn es nur eine Runde nass ist, müssen wir da halt einfach mal durch, eine Runde lang. So, sie kann noch 2 Runden. Ja, kann ich jetzt hier schlecht demonstrieren. Moment, ich zeig's euch mal anders. Sie ist drüber und ist in Runde 16. Wenn ich bei ihm jetzt draufklicke, sehen wir hier 7 verbleibende Runden. 16 muss er fahren, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 Runden. 7 verbleibende Runden. Hier steht 6. 6 Runden nach Boxenstopp.
Das ist gelogen, weil es 7 sind. Und wenn ihr euch nach dieser Zahl richtet, dann geht es euch wie mir in Tondela. Ihr habt eine Runde einfach keinen Sprit dabei. Das war der Bug, wo ich gesagt habe, das stimmt doch nicht. Die Daten sind falsch. Die belügen mich. Nicht, dass hier unten steht, der Sprit reicht noch oder ist zu viel oder so. Das ist lange durch hier unten. Da ich mich darauf verlasse, ist schon lange durch. Ich weiß, wie das gezählt wird. Oh oh. Oh oh. Ah, eine schaffen wir noch. Eine schaffen wir noch. So, dann gehen wir jetzt rein. Holen uns die Weichen. Ach du Scheiße. Was kommt denn da noch auf uns zu? Okay, ist egal. Wir holen uns die Weichen. Der nächste Stopp gibt der Finale. Wir fahren jetzt Runde 17. Das stimmt nämlich jetzt. Es sind noch 6 verbleibende Runden. Wir fahren gerade Runde 17. Wenn wir dann reinkommen, geht es mit Runde 18 weiter. 18, 19, 20, 21, 22. Hier stimmt es wieder. 5 Runden. Und das ist dieses Verwirrende. Das ist die verwirrende Kacke, die ich da gemeint habe. So, 5 mal 1,33. 10, 6,6, 5. Also mit anderen Worten 7. Wenn ich 6,12 rein tank, tankt da 7 rein, ich spare eine Sekunde. Im Normalfall. Riskiere ich das? Riskiere ich das? Wir müssen knapp kalkulieren. Wenn wir das Ding gewinnen wollen, müssen wir knapp kalkulieren. Kann im Zweifel im Motormodi runterschalten. Das ist nicht das Problem. Also, wir wechseln auf die Soften. Wir kommen und holen 6,12 Runden Treibstoff. Was 7 sind aufgerundet, was uns eine Sekunde an der Box spart. 8 Sekunden soll es mit Reifenwechsel dauern, tanken und Reifenwechsel. Und dann machen wir einen schnellen Boxenstopp, hoffen, dass wir keinen zu großen Bockmist bauen und dass wir relativ gut rauskommen. Und bei ihm ist es halt so, der blinkt schon. Hole ich den rein? Also der kann noch eine Runde. Was sprechen die Teile? Die Teile sprechen, der Motor kann jeden Moment explodieren, der kann ausscheiden. Also eigentlich muss ich ihn jetzt reinholen. Dann nehmen wir die Harten, weil nur die Harten kommen in den Garten. So, wir machen, weil das nicht stimmt, das sind 6 Runden. Ja, also der muss 6 Runden fahren. Der muss nämlich die Runde 16 noch fertig fahren, bevor Runde 17 anfängt. Und er kommt deshalb auch rein in Runde 16 und nicht in Runde 17, weil er ist noch vor der Linie. Deshalb 6 Runden. Wir machen 6,5 rein, reparieren seinen Motor und tauschen auch einen Frontflügel aus. Und dann können wir ihn vielleicht noch pushen. Und ich hoffe nur, dass die Reparatur nicht so lange dauert, dass Santa Anna, bis der an der Box ist, an die Box kommt. So, ich hoffe, der eilt sich. Ich hoffe, der hat genug Vorsprung. Dann lassen wir den im höheren Motordrehzahlbereich auch zu Ende fahren. So, die Reparatur. Ein Fehler beim Reifen macht nichts, wird durch die Reparatur austariert. Es kommt Regen, Santa Anna kommt rein, er fährt raus. Perfekter Boxenstopp, perfekter Boxenstopp. So, sie kommt rein. Hat einen Fehler beim Tanken, verliert 0,861 Sekunden, kommt auf 3 aber raus und es wird nass. Und es wird richtig nass da hinten. Sie schimpft schon, was war mit dem Tanken los? Ja, hat sie recht, würde ich genauso schimpfen. Sie pusht jetzt auf 3, der Regen lässt nach. Es wird nämlich nochmal 2-3 Runden, wird es nochmal richtig trocken. Und dann kommt ein richtiger Schutt runter, in dem wir dann volle Kanne drinstehen.
Und ich hoffe dann einfach nur, ich bin im falschen Spritmodus, wir müssen richtig pushen. Übrigens, dieses zu viel im Treibstoff bleibt stehen bis Ende. Ja, weil ich habe so viel Treibstoff dabei, dass wir durchkommen können. Dass wir ohne Probleme durchfahren können jetzt. Wir haben nur ein Problem, wenn es nass wird und die kommen nochmal rein, die schlechte Reifen haben, dann holen sich Intermediates. Dann haben wir ein echtes Problem, weil die holen uns. Wir werden Zeit ohne Ende verlieren. So, die 2 geht rein und kommt raus mit Softreifen. Sehr schön. So, wir liegen auf 2. Die 3 ist im Spritsparmodus und krabbelt uns in den Kofferraum. Das ist Gerard. Ich glaube, der sitzt in einem besseren Auto. Und ihr seht, dass ich einfach zu viel Sprit habe. Selbst im roten Motormodi schreibt er mir zu viel Sprit. Es ist kein Problem. Darum ging es aber auch nicht in dem Video. Es ging um diese Runden, die mir in der Box angezeigt werden, wo ich belogen werde. So, Platz 1 ist an der Box. Wir liegen 2 Runden vor Ende bei eintretendem Regen an Position 1 mit Softreifen. Alle sind mit Softreifen unterwegs. Ich bin am Überlegen, ob ich den... Ja, ich bin am Überlegen, ob ich ihn nochmal reinholen soll. Aber der wird den Vorsprung auf 19 nicht aufholen, nur weil ich Softreifen wechsle gegen Intermediates. Das wird nichts helfen. Durchfahren ist hier schneller. Durchfahren ist hier schneller. Wer jetzt reinkommt, verliert. So, irgendeiner hat einen Fahrfehler gemacht und wurde überholt da unten. Die 3 ist, der ist der Sprit ausgegangen. Der fällt immer weiter zurück. Den anderen geht der Sprit aus. Wir sind auf der letzten Runde, sind kurz vorm Ziel. Ich will Björland nicht überholen. Der soll vor mir drüber fahren, dann kann er nämlich noch eine Runde fahren. So, für uns ist zu Ende. Björland fährt noch Rennen. Warum ist mir das wichtig, dass Björland noch Rennen fährt? Mir ist es wichtig, dass Björland noch Rennen fährt, weil viele unterwegs sein werden, denen jetzt der Sprit ausgeht und Björland jetzt noch eine Chance hat, den einen oder anderen hier eventuell einzuholen. Da vorne sind sie schon, die Schleicher. Platz 19 fährt er einfach mal vorbei. Platz 18 fährt er einfach mal vorbei. Und 16 und 17 kriegt er nicht mehr. Schade. Und da sagt er, wir müssen wirklich mehr leisten als das. Ja, weiß ich. Aber wir haben gewonnen. Wir haben mit Santa Anna ein Rennen gewonnen. Im Regen-Chaos-Strategierennen haben wir gewonnen. Mit, keine Ahnung, Vierstopp-Strategie. Ja, weil Wetter hat es einfach verlangt, dass wir so oft stoppen. Wir sind ein bisschen Risiko gegangen. Aber ich habe ja gesagt, wir haben hier definitiv... Mit einem neuen Motor, mit einem neuen Getriebe, mit mehr Leistung haben wir hier eine Chance. Wenn wir von vorne wegpushen, das ist nämlich der Unterschied mit den Strategien. Wenn ich in der Situation bin, dass ich jetzt praktisch in ihrer Haut stecke und starte hinten und will nach vorne, fahre ich eine Zwei-Stopp-Strategie und hoffe, wenn die ganzen Drei-Stopper reinkommen, fahre ich an allen vorbei und dann heißt es pushen, 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 pushen. Dann komme ich wieder rein. Dann komme ich in der Mitte vom Feld raus, dann fahre ich ungefähr 3, 4, 5 Runden in der Mitte vom Feld, dann kommen die wieder rein. In der Zeit gibt es für mich wieder pushen, 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 pushen. Dann kommt ich wieder rein und komme, wenn ich Glück habe, vor denen raus und kann das Rennen gewinnen. Und wenn ich vorne stehe, muss ich leicht und schnell weg. Während die sich im Feld mit Kämpfen aufreiben, muss ich den Abstand holen. Und das haben wir heute gemacht und wir haben einen Rennsieg eingefahren. Alter Schwede. So einen Erfolg haben wir mal gebraucht. So, Regeln. Wir haben nicht beschissen, aber Marchetta hat beschissen. Der wird ein bisschen zurückversetzt. Und ja, er konnte leider auch nicht profitieren, dass Melo zurückversetzt wurde. Hätte ihm noch einen Platz 17 einbringen können. Aber gut. Wichtig ist, wir haben ein Rennen gewonnen. Wir gewinnen in der ersten Saison ein Chaosrennen über die Strategie. Das war nicht, weil wir so ein tolles Auto haben. Das war pure Strategie. Holla, die Waldfee. Wir haben 50 Punkte auf dem Konto. Und 31 Tage Zeit,
das gerade verdiente Geld wieder in neue Teile umzusetzen. Um unser Auto besser zu machen, toller zu machen und überhaupt. So, 13 Moral gewinnt sie hinzu. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wichtiger wäre, dass sie da unten diese Rufänderung, die Beziehung zum Mechaniker mal wieder kittet, ey. Marktfähigkeit hat zugelegt. Um 1,67%. Wir kriegen 1,6 Millionen vom Sponsor. Also wieder auf 2,5 Millionen runter. Ja, und der Motor für die nächste Saison ist auch gebaut. Highlight. Rennsieg bringt ihr natürlich auch Nummer 15 Moral. Ja, die News. Santa Ana überrollt die Konkurrenz. Ist doch super. Haben wir gut hingekriegt. Und der Motor, ja. Wenn ich diesen Motor jetzt ausbaue von 101 auf 140 über die Leistungssteigerung, starten wir die nächste Saison mit einem 140er Motor. Ihr könnt euch vorstellen, wie dann so ein Rennen abläuft wie in den Ardennen. So, ich guck rein. Motor sind wir fertig. Motor sind wir durch. Fertig. Da gibt es nichts mehr zu verbessern. Hier haben wir 3 Slots. Würde ich sagen, gehen wir auch aufs Auto der nächsten Saison. 40 Beschleunigung. 25 Beschleunigung. Plus 25 Max kommen wir auf 112. Mehr geht nicht. Bauen wir das Teil. Auch für die nächste Saison sind wieder Risikoteile mit drin. Das heißt, die werden wir nie einsetzen. Unsere Autos sind fertig. Ja. Ich mache mal einen Tag weiter. Gerade mal gucken. Einen Tag weiter ist die Reparatur abgeschlossen. Das ist sehr schick. So, Fahrzeugreparatur beendet. Und jetzt können wir nämlich hier drin, können wir mal gucken. Problem. Problem. Der hat übrigens, der hat nicht reparieren müssen, oder? Doch, der hat einen Motor reparieren müssen. Ah, Mist. Naja. Weiß noch nicht, wie ich es genau mache. Also, in 15 Tagen oder so soll das hier fertig sein. Ich glaube, das können wir mal so pushen, dass wir in 28 Tagen vom Rennen fertig sind. Und dann braucht man dem Auto auch nichts mehr verbessern. Dann ist die Leistungsverbesserung abgeschlossen. Ich glaube, dann haben wir alle Teile durch und auf Maximum, oder? Ich klaue mir gerade ein bisschen Management-Part von der nächsten Folge. Nee, da können wir schon noch Teile verbessern, aber ihr seht, nee, hier sind wir durch. Wenn wir die 2 Teile haben, sind wir durch, was Leistungsverbesserung angeht. Das ist sehr gut, weil dann sind wir durch und dann können wir uns um die neuen Teile kümmern, dass wir die hochkriegen, bis die Saison rum ist. Und wir werden nur noch Teile bauen jetzt für die neue Saison. Wir werden versuchen, die zu steigern, dass wir mit 100er Teilen in die neue Saison kommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr freut euch über den Sieg hier genauso wie ich. Und ja, klickt beim nächsten Mal wieder rein, wenn es dann nach München geht. Ich glaube, tendenziell in München werden wir nicht so gut abschließen. Eventuell kriegen wir über die Stoßdämpfer, die wir haben, über die Bremsen, die wir haben und über die Beschleunigung, die wir haben, einen Mittelfeldplatz hin. Ja, ist drin, wenn wir wieder von vorne starten dürfen. Aber wir sind ja jetzt 18. Das heißt, wir starten jetzt hinter Bjørland und nicht mehr neben ihm. Das heißt, er wird uns vermutlich im Weg stehen. Müssen da erstmal vorbei, müssen erstmal überholen. Gut, aber das soll es gewesen sein. Ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.